Herzlich willkommen beim Powerlicht-Podcast für dein Leben mit mehr Energie. Ich bin Andrea Wiedau, deine Gastgeberin auf dieser Reise zu mehr Lebensfreude, Energie und Gesundheit. Als Life-Coach, Resilienz-Coach, Autorin und Überlebenskünstlerin persönlicher Krisen weiß ich, wie wichtig es ist, die richtigen Werkzeuge und die richtige Einstellung zu haben, um Herausforderungen zu meistern und in der eigenen Energie zu bleiben. In diesem Podcast wirst du inspirierende Geschichten von Frauen hören, die trotz aller Krisen ihren Weg gefunden haben, in ihre Energie gekommen sind und dank ihrer Resilienz ein erfülltes Leben führen. Sie teilen ihre wertvollen Erkenntnisse, die sie auf ihrem Weg zur Resilienz gesammelt haben. Und natürlich werde ich auch meine eigenen Erfahrungen und Tipps mit dir teilen, damit auch du dein Leben mit mehr Energie und erfüllt führen kannst. Herzlich willkommen zur heutigen Powerlicht-Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist. Und ich habe ein sehr spannendes Thema nochmal mitgebracht, und zwar das Thema Human Design und Ernährung. Denn gerade in den letzten Wochen habe ich vermehrt nochmal Fragen reinbekommen über die verschiedensten Kanäle zu diesem Thema. Und eine der Fragen war, warum unterstützt die Human Design Ernährung? Und da will ich heute mal drauf eingehen und gebe auch noch ein paar Impulse mit. Ja, warum unterstützt die Human Design Ernährung? Ganz einfach erklärt, weil sie exakt das zeigt, was für dich richtig ist und warum. Mit dem Geburtsdatum, der Uhrzeit und dem Ort kann man eben das Chart erstellen und eben auch das Ernährungschart. Und dieses Ernährungschart ist somit also komplett individuell für dich. Und genau aus diesem Grund, also ich analysiere auch immer noch mal das Zeitfenster 15 Minuten früher und später, denn manchmal ist eine Minute auch ein anderes Design. Und damit hast du aber wirklich das Wissen über deine korrekte Ernährungsweise. Und ich habe in meinem Leben jede Ernährungsweise ausprobiert, weil es mir nie gut ging. Ja, unabhängig von meiner Essstörung, von der Magersucht, aber auch grundsätzlich ging es mir einfach immer nicht gut. Ich war nie dick oder so, im Gegenteil, ich war immer eher zu dünn und immer schlank und alles. Aber mir ging es wirklich nicht gut. Ich hatte immer Probleme mit der Verdauung und vieles anderes mehr. Und genau aus dem Grund habe ich immer wieder alles ausprobiert. Aber auf mein Design als Nachtesserin bin ich natürlich nicht gekommen, denn wie auch. Also von daher hätte ich bis zum Lebensende alles probieren können, ich wäre da nicht drauf gekommen. Und so geht es auch vielen meiner Kunden und Kundinnen. Und um das mal zu verstehen, gehe ich jetzt mal auf die einzelnen Typen ein. Also wir haben im Human Design 12 verschiedene Typen, und zwar 6 verschiedene Farben nennen wir es, die dann je nach aktiv und passiv im Körper Auswirkungen haben vom Prinzip her. Genau. So, und da können wir mal auf den ersten Typen eingehen oder auf die erste Farbe eben. Da geht es tatsächlich um das Thema Appetit. Und also nach dem Motto, isst nicht erst, wenn du Hunger hast. Und es geht danach wirklich teilweise, je nach Typ, ob Jäger, dann nacheinander oder Sammler abwechselnd zu essen. Und das ist so ein bisschen, was man kennt, so dieses Trennkostessen, wo einfach auf gewisse Dinge noch geachtet wird. Also wenn man das schon mal weiß, ist das schon mal ein Baustein, aber da steckt noch sehr viel mehr dahinter. Beim zweiten Typ, also die zweite Farbe, da geht es tatsächlich um den Geschmack. Und das heißt wirklich, iss nur, was dir wirklich schmeckt. Und da unterscheiden wir aber nochmal bei dem Typen, der eine ist offen, der darf die Dinge auch mal ausprobieren. Und der Geschlossene, der isst in der Regel immer das Gleiche. Also kleiner Insider, meine Jungs haben dieses Thema Geschmack. Und Gott sei Dank habe ich sie nie wirklich genötigt, Dinge zu essen, sondern habe sie immer animiert, es zu probieren und habe akzeptiert, wenn sie das nicht wollten. Und das entspannt eben auch total, gerade auch bei den Kindern. Bei dem dritten Typen, da geht es um Flüssigkeit und Temperatur. Das heißt, das ist ein Flüssigkeitstyp, der könnte auch auf Flüssignahrung umsteigen, Smoothies und all diese Dinge.
Also er braucht auch viel Flüssigkeit, aber hier ist wichtig, der eine Typ ist eben heiß und der andere ist kalt. Und das zu wissen, ist so wichtig und verändernd. Ich gehe da gleich nachher nochmal insgesamt auf all die positiven Folgen ein. Beim vierten Typ, die vierte Farbe, da geht es tatsächlich um Berührung, die Aura und die Energie. Das heißt, die einen essen also innerlich entspannt und das ist oftmals besser alleine. Und bei den anderen geht es, die müssen innerlich stimuliert sein, aufgeregt sein. Also die können auch wunderbar beim Lesen oder Arbeiten essen. Und die Farbe 5, der fünfte Typ, da geht es um das Thema Geräusche, Klang, also um die Akustik. Die einen brauchen wirklich die Stille und die anderen brauchen Gespräche, Fernseh und sowas, damit die Verdauung unterstützt wird. Und dann haben wir noch die Farbe 6, Typ 6, da geht es um das Thema Licht. Also auf der einen Seite haben wir die Tageslicht, UV-Lichtesser und auf der anderen Seite die indirekten. Die Nachtesser, also in der Dunkelheit, so wie ich. Und bei jedem dieser Designs ist das jetzt erstmal das übergeordnete Thema, aber darunter gibt es ganz viele Faktoren, die zusätzlich wichtig sind, um wirklich gut zu verdauen. Und wenn ich jetzt mal mein Beispiel nehme, seit ich eben weiß, ich reagiere auf UV-Licht, esse ich bei Tageslicht nichts mehr. Und das habe ich also vorher nie ausprobiert. Ne? Alle kennen eher ne, dieses Intervallfasten oder Dinner Canceling und so. Und das habe ich alles mal ausprobiert früher. Und da ging es mir so schlecht. Und ich wusste gar nicht warum, weil alle haben erzählt, wie toll das ist. Ja, nachdem ich das aber wusste und das seitdem lebe, ist es wirklich so, dass ich ja im Sommer wirklich auch morgens nichts frühstücke oder so. Ich brauche nichts, ich habe keinen Hunger, mir geht's gut, ich habe volle Energie. Und abends, also ich warte jetzt nicht, bis es dunkel ist, das wäre ja dann jetzt mittlerweile im Juni erst so 22 Uhr. Ich habe das, nachdem ich das 3 Monate komplett 100% gelebt habe, habe ich dann festgestellt, okay, also wenn ich so gegen 20 Uhr dann meine ordentliche Mahlzeit zu mir nehme, dann wird die gut verdaut. Denn was passiert, wenn ich außerhalb meines Designs mich ernähre? Die Verdauung startet nicht. Das heißt, das Essen, egal bei welchem Typen, liegt im Bauch und wird nicht verarbeitet. Das heißt, es gibt keine Energie. Und im Gegenteil, in dem Moment, wo ich eben nicht korrekt gegessen habe, versucht der Körper die ganze Zeit zu verdauen und entzieht Energie. Und schafft es aber gar nicht. Und das führt dann eben zu diesen ganzen folgenden, ja, Dingen, die ich jetzt gerne mal teilen möchte, eben, was hat sich bei meinen Kunden und Kundinnen verändert? Und ich habe mehrere hundert mittlerweile begleiten dürfen und habe mal so ein paar Dinge wirklich mitgebracht. Also es geht los von wieder Freude am Essen. Denn vorher war das so, ja. Die Kundin wusste einfach, oder das sind ja auch mittlerweile mehrere, die wusste einfach, nach dem Essen geht es ihr nicht gut. Und dann hat sie ihr nichts gegessen, was bei ihrem Dessert nicht gut war. Also wirklich die Freude am Essen, aber auch die Freude am Kochen. Denn es muss nicht kompliziert sein und es ist wunderbar, alles in den Alltag zu integrieren. Da arbeite ich eben auch immer mit dran. Auch endlich diese Klarheit darüber, was tut mir gut. Und das ist auch so wichtig, denn damit nehmen Sie jetzt bewusst wahr, was möchte mein Körper. Also der Körper spricht mit Ihnen und Sie nehmen es wahr und essen dann das, was der Körper möchte, entsprechend Ihres Designs. Gleichzeitig gibt es eben eine entspannte Verdauung, also von wegen dieser Blähbauch ist weg, Verstopfung, Durchfall. Wie bei mir selbst habe ich auch viele Kundinnen, wo die Wassereinlagerungen weniger wurden oder weggegangen sind. Ne? Meine sind komplett weggegangen und das waren ja über 6 Liter Wasser nach meinem schweren Unfall. Gleichzeitig Allergien werden schwächer, weniger und bei sehr vielen, wie auch bei mir, sind sie komplett weg. Ja? Die Schlafqualität verbessert sich, denn wenn ich weiß, wie ich mich korrekt ernähre, eben mit was, wann und so weiter, unter welchen Umständen, je nach Design, habe ich natürlich auch einen viel besseren Schlaf, weil mein Körper ja gestärkt wird damit.
Und bei mir ist es ja so, ich habe ja eben das Design, ich darf abends richtig ordentlich essen, ich schlafe danach wunderbar, ja. Aber das bin auch nur ich mit diesem Design, also die Nachtesser. Und von daher bei den anderen wäre das eben gar nicht förderlich. Und gleichzeitig ist es bei so vielen dieses Wohlgefühl, sich im Körper wieder wohlfühlen. Dadurch sind sie auch alle wieder aktuell, also aktiver im Bereich Thema Sex. Denn vorher, wenn sie sich im Körper nicht wohlgefühlt haben, der Blähbauch da war, die Verdauungsproblematiken, ja, dann hat man natürlich auch keine Lust auf Sex oder so, ne? Aber es ist auch so eine Zufriedenheit mit dem Körper, weil viele nehmen ja auch ab dabei, aber es ist eben keine Diät, das möchte ich auch sagen. Es ist keine Diät, sondern es ist wirklich das Design. Leben bis zum Lebensende und manche Designs sind dann am Anfang erstmal herausfordernd, aber wenn man sich wirklich dafür committet und das mal 3 Monate durchzieht und dann feststellt, krass, so kann es mir auch gehen, dann will man es gar nicht mehr anders. Und wenn man dann einmal eine Ausnahme macht, dann ist es kein Drama, dann geht die Welt nicht unter, ne? Aber es ist wirklich so krass, diese gesamten Veränderungen. Überall zu sehen und auch die Rückmeldungen, die mich immer wieder erreichen und auch was sich wirklich immer wieder in diesen 3 Monaten verändert und dann eben auch jetzt schon über Jahre. Und ich begleite ja jetzt Kunden schon seit, also die ersten hatte ich vor 3 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Und auch da aus der Zeit habe ich ja immer wieder nochmal Rückmeldungen. Und auch gerade dieses Thema Essstörungen, also ich habe viele Frauen, die Essstörungen hatten, also die jetzt nicht in der Essstörung sind, wie ich auch selbst, die wirklich wieder eine Freude entwickeln. Und es ist immer wieder spannend, dass eben auch so alte Konditionierungen wirklich gehen dürfen. Und ja, so eine Erlaubnis auch da ist, sich so zu ernähren, wie man das eigentlich intuitiv als Kind richtig gemacht hat, bis man gesagt bekommen hat, iss nicht vom Fernsehen, iss nicht beim Laufen, ja, sitz still, was auch immer, ne, all diese Dinge, die ja je nach Typ genau falsch sind. Und wenn das mal wieder losgelassen wird, diese Konditionierung, es ist immer wieder einfach unfassbar schön zu sehen, wie ja, die Menschen aufblühen und wirklich in dieses Strahlen kommen. Und gleichzeitig wirkt sich das ja auch in alle Lebensbereiche dann eben aus. Dann war eine der Fragen, ja, warum wissen denn das noch so wenige? Ja, gerade hier auch in Deutschland. Ja, dazu, es gibt wenig ausgebildete Person und es gibt auch wenige, die wirklich in dieses volle Experiment gegangen sind und die wirklich den Fokus darauf haben und da wirklich auch Erfahrungswerte haben. Und deswegen rede ich immer wieder darüber, weil es hat mein Leben und das Leben so vieler meiner Kunden verändert. Also es ist einfach geil, ne? Und was aber wichtig ist, es gibt so gewisse Halbwahrheiten auch im Internet und ist ja auch erstmal gut, um da so ein bisschen reinzukommen, sich so ein bisschen zu informieren. Aber das Wichtigste ist immer noch das Leben nach Typ, Strategie und Autorität. Denn nur die Ernährung zu leben und den Rest nicht zu beachten, anzuwenden, zu leben, wird nicht diese Erfolge bringen. Das kann ich einfach auch aus Erfahrung sagen. Mit Kundinnen, die es mal so ausprobiert haben und dann verzweifelt sich bei mir gemeldet haben und ja, bei mir ins Coaching gekommen sind. Warum eben Typ, Strategie, Autorität? Mit dem Verständnis, was für ein Typ bin ich? Wo kommt meine Energie her? Wie achte ich auf meine Energie? Gleichzeitig zu wissen, wie, ja, es ist wirklich auch meine Entscheidungsautorität, also wie entscheide ich korrekt, wo kriege ich die Zeichen, wie erkenne ich die und wie nehme ich sie wahr und was ist auch so wirklich meine Lebensstrategie, also wenn ich genau das weiß, Typ, Strategie, Autorität in Verbindung dann mit der Ernährung, das ist der krasse Game Changer. Und es gibt keine Garantien, es ist kein Heilversprechen, sage ich immer wieder dazu.
Denn es ist erstmal ein innerliches Commitment auch nötig, wirklich zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, egal welches Design ich habe. Und trotz allem kommt es ja auch immer noch darauf an, also das ist die Ernährungsweise des Ursprungs, die uns unterstützt. Aber wenn natürlich jemand im gewissen Alter Operationen und sonstige Dinge hat, ja, dann wird es mit Sicherheit besser, aber es wird vielleicht nicht mehr zu 100% so, wie man sich das wünscht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, die Besserungen sind immer da. Und genau aus diesem Grund habe ich eben auch das Vitality Glow Programm ja ins Leben gerufen. Es gab bei mir ja vorher die Gesundheitslandkarte. Da haben die Kunden die Informationen bekommen. Und nur wenn sie nachher bei mir im Drei-Monats-Programm waren, hatten sie diese Begleitung. Und 3 Monate ist tatsächlich für viele zu lang. Oder auch ja, kostenmäßig war es einfach auch zu viel, muss man einfach klar sagen. Und dafür habe ich jetzt nochmal dieses Vitality Claw-Programm. Da hat man wirklich, oder hast du 4 Calls mit mir, wo ich das Wissen vermittle. Darüber gibt es auch nochmal ein Audio. Und gleichzeitig wir wirklich gucken ganz individuell, wo stehst du gerade? Wie unterstützt es dich? Wie wendest du es auch in deinem Alltag an? Denn ich meine, wir alle haben einen Alltag, ja, wo manchmal der Alltag uns leitet. Und es ist auch möglich, dort für sich zu sorgen. Und auch da, aufgrund der vielen Erfahrungen, habe ich sehr, sehr viele Lösungsmöglichkeiten. Und da gibt es immer wieder Wege. Und deswegen ist es wirklich wichtig, diese 4 Calls, um wirklich das Wissen dann auch anzuwenden, auszuprobieren und Fragen zu stellen und das Step by Step auch zu integrieren. Ja, und deswegen ist es auch so individuell und so wichtig, ja, dass ich das zusammengepackt habe. Im Vitality Glow kommt natürlich noch dazu, was für ein Körpertyp bist du? Also welche Art der Bewegung unterstützt dich, aber auch welche Umgebung? Und noch einige Punkte mehr, aber das sprengt jetzt hier heute den Rahmen. Mir ist jetzt einfach sehr, sehr wichtig, da nochmal mit aufzuräumen. Es ist kein Hokuspokus und es ist ein, ja, eine wirklich eine Rückkehr zu dem, wie du dich ganz am Anfang deines Lebens als Kind intuitiv richtig ernährt hast und gleichzeitig durch eben Konditionierung und sonstige Dinge davon dich losgelöst hast. Und jetzt bekommst du damit das Wissen und auch diese Erlaubnis, so zu essen. Ja, was bei mir schon Kundinnen gesessen haben, die wirklich geweint haben, weil sie wirklich gesagt haben, ja, und ich esse am liebsten, wenn ich unterwegs bin, wenn ich durch die Wohnung laufe und ich durfte das nie und habe mir das abgewöhnt und die gesagt haben, oh, wie geil ist das, dass ich das jetzt wieder darf, ja? Und davon habe ich so viele Beispiele und es ist einfach wichtig, es wirklich zu wissen, zu verstehen und anzuwenden und damit auch wieder in diese Selbstverantwortung zu kommen, wirklich zu wissen, was tut mir gut, ja? Und ich gebe diesen Rahmen darum. Und du selbst wirst nach diesen 3 Monaten dann schauen und klar sein, ach guck mal, jetzt hat mein Körper aber darauf Lust, ist ja spannend, also probiere ich das mal aus und esse das. Und andere Dinge, die du vielleicht vorher als gesund ja, wahrgenommen hast, stellst du plötzlich vielleicht auch fest, irgendwie mein Körper will das überhaupt nicht. Ich dachte, ich tue dem was Gutes und es ist aber gar nicht so. Also wirklich auch so eine Klarheit und so eine Bewusstheit, die entsteht, weil ja der Körper schlussendlich wirklich gestärkt und unterstützt wird und es ist oft auch ein kleiner Entgiftungsprozess dabei, muss ich dazu sagen. Der ist aber nicht schlimm, einen Tag in der Regel so, maximal, das längste war 1 Woche, wo der Körper wirklich mal aufgeräumt hat und auch entschlackt hat und so und wirklich so nach dem Motto, boah, jetzt kann ich den Müll mal loswerden, sich gut unterstützt gefühlt hat. Jetzt muss ich aber erstmal was trinken. Und das ist wirklich wichtig, mal zu verstehen und zu wissen. Und deswegen habe ich entschieden, diese Podcast-Folge heute nur diesem Thema mal zu widmen. Und wenn du sagst, krass, darüber möchte ich we mehr wissen, melde dich bei mir, schick mir eine Nachricht über alle Kanäle, überhaupt kein Problem, du findest es. Auf der Webseite kannst du mich anschreiben, auf Social Media.
Oder buch dir direkt einen Kennenlerntermin. Der ist völlig unverbindlich und kostenfrei. Da können wir gucken, wo stehst du, was wünschst du dir, was möchtest du integrieren. Und ich bin da. Ich kann dir sehr gerne dabei helfen. Ich liebe es, weil ich einfach festgestellt habe, wie viel entspannter das gesamte Leben wird. Denn man hat automatisch mehr Energie, mehr Power, mehr Kraft und behält die auch bei sich. Und damit hat wirklich auch das Umfeld was von, egal ob es jetzt die eigene Familie ist, ob es im Unternehmen, ob es bei den Mitarbeitern, bei Freunden ist. Man hat einfach eine ganz, ganz andere Ausstrahlung und wirklich Energie zur Verfügung. Und diese sollten wir alle immer haben. Ja, und das ist so, so wichtig. Und ja, ich hoffe, du hast für dich heute etwas mitnehmen können, ein bisschen mehr Klarheit gewonnen. Warum unterstützt eben die Human Design Ernährung so gut? Aber auch verstanden, das alleine ist nicht die Lösung, sondern dazu gehört auch noch ein breiteres Wissen, was integriert werden darf. Aber es ist ein mega schöner Weg und auch ein Weg, der sehr schnell Resultate hat. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, schicke dir ganz, ganz herzliche Grüße und ja. Du bist wundervoll, wie du bist, und es ist einfach wichtig, dass du strahlst und deine Energie in die Welt bringst. Liebe Grüße. Das war der Powerlicht Podcast. Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du nimmst wertvolle Erkenntnisse und Tipps mit. Deine Energie ist der Schlüssel. Mehr Infos und Coaching-Angebote findest du auf www.power-licht.de. Wenn dir die Folge gefallen hat und dich inspiriert hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Herzlichen Dank für deine Wertschätzung und dass du mich dabei unterstützt, damit diese Inhalte noch mehr Menschen erreichen. Denk daran, du hast die Kraft, dein Leben zu verändern und deine Lebensfreude zum Leuchten zu bringen. Bis zum nächsten Mal, deine Andrea.